Ich bin verliebt. Nein! So, das war mal eben eine übertriebene, krasse Reaktion, die wirklich von mir stammen könnte, weil ich in erster Linie nicht immer gut damit umgehen kann. Aber so viel dazu. Welcome to Duni. Ja. Verliebtsein ist das Thema diese Woche. Und wir haben schon einiges gehört von den anderen Nosy Rosies, was sie dazu zu sagen haben. Ich habe auch einiges dazu zu sagen. Also erstmal zum Anfang. Ja, das war wirklich jetzt erstmal eine übertriebene Reaktion. So von wegen, ja, scheiße, verliebt, nicht gut. In erster Linie ist das doch was Schönes, was Gutes. Ist es einfach so, ist es schön, man freut sich über das Gefühl. Man ist glücklich, man hat so Glückshormone und alles ist so schön und wunderbar. Aber leider hat das manchmal auch zwei Seiten. Aber eine gute und eine schlechte Seite. Die gute Seite ist, es wird erwidert und dann bist du total happy. Klar. Und die schlechte Seite, es wird nicht erwidert. Du bist so traurig, voller Wut, böse und alles andere Negative. Aber dazu später erstmal. Was mache ich, wenn ich mich verknallt, verliebt habe, etc. Also ich für mich persönlich finde, da gibt es noch Unterschiede. So, es gibt ja einmal, sich in jemanden zu verknallen, also sich in jemanden zu vergucken, den oder die man toll findet. Und dann gibt es so richtig verlieben. Für mich ist das echt eine Stufe weiter und ja, aber in erster Linie ist man ja erstmal so verknallt, ne? Ja, reagiere ich drauf? Erstmal realisiere ich das für mich, ist das jetzt wirklich, bist du jetzt wirklich in die Person verschossen oder findest du sie erstmal einfach nur toll? So. Wenn ich das für mich realisiert habe und weiß, ja, da ist mehr hinter als Freundschaft, dann versuche ich den nächsten Schritt zu gehen. Nicht ihr das zu sagen, sondern ihr erstmal körperlich näher zu kommen. Na? Also vielleicht so versuchen, erstmal so ein bisschen Händchen zu halten, näher zu kommen, sich umarmen. Und eventuell zu küssen. Na? Und wenn das alles passiert ist und es wird erwidert auch, dann etwas später werde ich das ihr auch sagen, was ich so empfinde. Aber auch nur persönlich. Nicht über MSN, Skype, Facebook, MeinVZ oder übers Telefon oder per SMS, sondern echt einfach persönlich. Weil ich möchte auch die Reaktion sehen und auch eine Antwort drauf bekommen, ne? Weil wenn ich das jetzt schreibe, dann weiß ich ja gar nicht, wie sie darauf reagiert. Ob sie sich freut, ob sie die Krise kriegt oder einen Anfall oder aus dem Fenster springt, das weiß man ja nicht, ne? Und deswegen mache ich sowas generell immer persönlich. Ja, wie fange ich so ein Gespräch an? Das ist situationsbedingt einfach. Am besten ist es doch einfach, wenn man sich so nah wie möglich ist und vielleicht nicht so zwischen Tür und Angel und es sich einfach aus dem Gespräch heraus ergibt, ne? Also ich bin von Natur aus nicht schüchtern. Da gab es auch für nicht schüchtern, gab es auch, glaube ich, einen Ausdruck für, kenne ich aber gerade nicht. Ich sage einfach immer, ich bin nicht schüchtern. Und dann, ich habe auch kein Problem damit, es dann zu sagen. Und aber ich denke, ich habe eigentlich auch immer das Timing drauf. Ich sage das jetzt nicht in unpassenden Momenten und ja, dann sage ich das einfach und achte auf die Reaktion. Und wenn sie gut ist, dann freue ich mich. Wenn sie nicht gut ist, dann falle ich erstmal in ein kleines Loch rein. Ne? Ja, und wie wir das Thema hatten wir auch schon mal gehabt, das hat auch Thomas und noch jemand anderes, glaube ich, angesprochen.
Was ist, wenn man sich in jemand Heterosexuelles verliebt? Was ich mache? Gar nichts. Vergessen. Nix. Frau aus Kopf kriege. Das mache ich, wenn das passiert. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das erwidert wird, ist nur wirklich so gering. Ich will jetzt niemandem die Hoffnung nehmen. Ich meine, es gibt immer andere Umstände und, ne? Aber wenn sie eine Vollhete ist, ne? Aber wirklich Vollhete, so voll hetero, ne? Dann bringt das gar nichts. Nichts. Dann lasse ich es lieber und schaue in meinem Ufer rum, was da so rumstolziert, ne? So, ich zeige euch mal ein paar übertriebene Beispiele, wie ihr euch fühlen könnt, wenn ihr verliebt seid und es erwidert wird. Zum Beispiel so. Somewhere over the rainbow, oh, I'm so in love. Ich denk auch an dich. H, D, G, 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 D, L. Klammern, Doppelpunkt, Klammer, zu. Absenden. Da-da-da-da-da-da-da-da. Hey, hallo Hund, na? Hallo Bienchen, summ, summ. Hallo alte Lady. Hey, Baum. Boah, du bist aber gewachsen, mein lieber Scholli. Ach ja. Sie ruft an. Yo, was geht, Baby? Aber wie fühlt man sich, wenn man voll den Korb gekriegt hat, ne? Aber so einen richtigen Korb. Oder eine Abfuhr oder eine Absage oder... Dann werdet ihr euch wahrscheinlich so fühlen. Nein, tut mir leid. Du bist keine Schlampe. Du bist eine Oberschlampe. Wieso? Wie gehe ich mit diesen Gefühlen um? Also wenn ich die positiven Gefühle habe und dadurch, dass es erwidert wird und vielleicht sogar eine Zukunft, man weiß es ja nicht, ne? Dann genieße ich es, versuche es nicht in Frage zu stellen und diese ganzen negativen Gedanken zu haben, wie von wegen, ja, vielleicht entscheidet sie sich ja doch anders um, ist nicht zufrieden oder, ne? Was es halt einfach so gibt, oder Ängste, dann versuche ich das einfach nicht in Frage zu stellen und genieße es einfach. Einfach wirklich genießen und ja, mich erfreuen und das Beste draus zu machen, wirklich das Beste aus mir rauszuholen, versuchen die besten Seiten von mir zu zeigen, dann denke ich mal, klappt das auch. Was aber mache ich mit den negativen Gefühlen, die ich ja habe, dadurch, dass ich dismissed wurde. ja, ich versuche meine Wut, obwohl das für mich sehr schwierig ist manchmal, irgendwie meine Wut in Sport zu kompensieren, kreativ zu werden, mich abzulenken, was anderes zu machen halt. Und höchstwahrscheinlich, so wie ich mich kenne, und es macht vielleicht nicht jeder von euch, aber ich bin so jemand, ich distanziere mich dann auch weitestgehend schnell von der Person, weil für mich dann in erster Linie auch Freundschaft so ohne eine Pause jetzt irgendwie, ohne eine Kontaktpause, eine Freundschaft für mich keinen Sinn hat, weil ich doch irgendwie immer gegen diese Person angehe und alles auf die Goldwaage lege und irgendwie doch immer verletzt bin und versuche zu kontern und das wird dann meist immer sehr hässlich und gemein und
Deswegen breche ich doch, auch wenn es schade um eine Freundschaft ist, doch Kontakt mit der Person ab, weil ich sonst nicht erstmal drauf klarkomme einfach. Ne? Deswegen, vielleicht hilft euch auch Abstand erstmal von der Person zu nehmen einfach, damit ihr so für euch drauf erstmal klarkommt. Klar, man muss drauf klarkommen. Wenn man sich verliebt oder verknallt, dann steckt man einen Korken eigentlich nicht so schnell weg. Ja, also nicht so von wegen so, na, pf, Wayne interessiert. So denke ich nicht, dass die meisten sind, weil wir sind Frauen und wir haben Gefühle, nicht? Ja, mehr kann ich zu dem Thema nicht sagen, weil erstens wurde schon alles gesagt und zweitens, ja, gibt's da gar nicht so viel zu von meiner Seite aus so zu sagen, ne? Also, wie gesagt, macht das Beste draus. Egal ob mit oder ohne Korb. Mit oder ohne Korb. Also wenn ihr wenn es erwidert wird, ist es natürlich immer schöner, aber leider muss man auch immer andererseits rechnen. Ne? Also lasst es auch nicht an eure Persönlichkeit rankommen, so, weil es gibt auch Menschen, die knockt das so runter, dass die echt total an ihrer Selbstwertgefühl zweifeln und das sogar bis zu Komplexen geht. Das war's von Duni am Freitag. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Peace out und ciao.